Ja, morgen Leute. Heute sind wir am Bochumer Hauptbahnhof. Wir wollen aufbrechen zu einer 40 Kilometer Wanderung um Bochum herum. Wir werden durch Gelsenkirchen, Herne und einige weitere angrenzende Städte gehen. Ja, und dann geht's jetzt mal los. Bis dann. Ja, wir sind jetzt hier in der Nähe der Jahrhunderthalle im Westpark Bochum. Die Jahrhunderthalle wurde 2003 erst erbaut aus dem ehemaligen Pumpenhaus und einer Industriehalle wurde eine Halle für Festivals und Events gemacht. Hier wird dieses Wochenende ein Paloma-Festival stattfinden, aber das soll uns nicht interessieren. Wir gehen weiter Richtung Erzbahnschwinge auf dem Fahrradweg Richtung Gelsenkirchen zum. Ja Leute, was soll ich sagen? Der Westpark ist immer wieder eine Reise wert. Hier kann man auch super seine Freizeit verbringen und einfach nur spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Hier ist für Ansprayer gedacht, die dürfen hier auf der Mauer sprühen. Ja, und wir gehen jetzt über die Erzbahnschwinge, eine freischwingende Hängebrücke, die immer so ein bisschen spooky ist, Richtung Gelsenkirchen. Ich gehe mal los. Ja Leute, jetzt hier eine kurze Trinkpause. Hinter mir befindet sich die Zeche Hannover. Da ist heute ein LWL-Museum drin mit verschiedenen Ausstellungen zur Industriekultur. Ich weiß gar nicht, was im Moment für eine Ausstellung läuft. Ja, und wie ihr seht, ist hier ein schöner Park. Hier sind
ja, Fernrohre, wo man in die Weite gucken kann. Am besten im Winter natürlich, wenn es nicht so bewachsen ist. Ja, ich trinke jetzt noch was, setze mir die Sonnenbrille auf und dann geht's weiter die nächsten Kilometer Richtung Hordel. Ja, hallo Leute, jetzt sind wir hier in Herne, in Wanne-Eickel genauer gesagt. Wir sind durch einige schöne Parkanlagen und über einige Straßen gegangen, die nicht so schön waren. Wir haben uns gerade beim Bäcker einen Kaffee geholt und ein leckeres Brötchen, was wir uns gleich reinziehen werden, wenn wir eine schöne Bank finden. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Friedhof, der ist auch wieder sehr schön und idyllisch. Ich hätte nicht gedacht, dass Wanne-Eickel so schön sein kann. Und weiter geht's. Hi, jetzt sind wir hier am Rhein-Herne-Kanal. Auf der rechten Seite ist so eine Kohlenabräumhalde, Verschiffung, keine Ahnung. Auf der anderen Seite haben wir das Riesenwerk von Steag hier. Ja, dazwischen ein wunderbarer Radweg mit viel Natur. Jetzt im Moment hört man quasi nur die Vögelchen zwitschern. Gerade waren noch ein paar Pötte, die hier rumgeschwommen sind. Also eine sehr abwechslungsreiche und interessante Landschaft. Schon toll, was es alles so im Ruhr gibt. Ja, Leute, jetzt gibt es die wohlverdiente Pause. Hier drin ist ein super Hähnchenschnitzelbrötchen und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, hallo, hier sind wir im Schloss Strünkede, dem gleichnamigen Park und hinter mir das gleichnamige Schloss. Das ist Herne, hier mittendrin. Ja, einfach ein wunderschöner Platz, ein toller Stadtpark. Da hinten gibt es einen Spielplatz. Ja, und wir gehen jetzt weiter Richtung Wiesenbergpark. Hallo, hier sind wir jetzt gerade den Wiesenberg hochgegangen. Ich wusste gar nicht, dass das so gebirgig ist. Ja, jetzt sind wir in dem schönen Wiesenbergpark. Der Weg ist gerade. Ja, und die Steigung ist geschafft. Und gleich müssten wir eigentlich nach Gerthe kommen. Es ist sehr schön hier. Ja, mehr kann ich im Moment nicht sagen. Ich bin ziemlich platt. Zeche Lothringen, 30 Kilometer sind vollbracht. Wir sind in Bochum-Gerthe. Ja, und jetzt müssen wir noch bis in die Bochumer Innenstadt, eigentlich wieder zum Hauptbahnhof. Das sollten jetzt noch circa 10 Kilometer sein. Musik.
hier sind wir wieder in Bochum-Haken diesmal. Wir haben wieder einen neuen Park entdeckt. Dieser Weg war wirklich durch viele Parks, muss man sagen, und viele Ecken, die wir noch gar nicht kannten. Wie ihr an meinen Haaren und der Brille sehen könnt, hat es mittlerweile einen kleinen Schauer gegeben. Durch den sind wir durch. Ich bin ein bisschen nass, aber das gibt sich gleich wieder. Wir haben bestimmt 20 Grad, von daher bin ich gleich wieder trocken. Ja, der Regen hat noch mal so eine richtige Erfrischung gebracht und uns doch mal motiviert, jetzt doch weiterzugehen. Wir haben fast 34 Kilometer auf der Uhr. Ja, und die zweite Luft, würde ich mal sagen. Bis dann. Ja, hallo Leute, sprich mal ein bisschen lauter, damit man mich überhaupt versteht. Ich glaube, hier hört ihr hinter mir die Autobahn, das ist die A40 und auf der, also vor mir ist der Ruhrpark, ein beliebtes Einkaufszentrum hier zwischen Bochum und Dortmund. Ja, da müssen wir jetzt durch. Das genau. Ist so ein richtiger Kulturschock nach der ganzen ruhigen Welt der Parks und Gärten. Ja, aber es nützt ja nichts. So ist es halt im Ruhrgebiet. Ja, hallo Leute, jetzt haben wir es geschafft. Ich habe es euch gerade gezeigt. 40,0 Kilometer bis zur Haltestelle, jetzt noch 40,02 Kilometer, um da uns allen beiden sämtliche Knochen wehtun. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber man merkt es doch. Haben wir beschlossen, jetzt aufzuhören. Zum Bahnhof wären es noch circa 2 Kilometer. Wir warten jetzt auf den nächsten Bus. Ja, das war's dann mal wieder für heute. Und bis zum nächsten Mal.